Da bin ich wieder. Wir haben nun etwas über die Geschichte der analytischen Philosophie gehört. Aber womit beschäftigen sich Philosophen eigentlich heute? Sagen sie etwas zu den Problemen, die uns bewegen? Und sind die Fragen, mit denen sich Philosophen beschäftigen, von Interesse für unser Leben? Wir haben aus dem Spektrum der Fragen, mit denen sich Philosophen beschäftigen, zwei ausgewählt, die uns besonders interessiert haben: die Moralphilosophie, die Ethik, und das Problem der künstlichen Intelligenz, der sogenannten KI. In den letzten 30 oder 40 Jahren hat es kolossale Fortschritte beim sogenannten Leib-Seele-Problem gegeben. So nennen Philosophen die Frage, wie Körper und Geist miteinander zusammenhängen. Da gibt es jetzt jede Menge sehr geschickter Philosophen, die alle Bücher über das Leib-Seele-Problem schreiben. Und der Grund dafür ist, dass wir heute eine viel bessere Metapher haben, um über dieses Problem zu reden. Mit ihr können wir herumexperimentieren und versuchen, das Problem in besseren Begriffen zu fassen. Ein Beispiel. Der Geist ist etwas Immaterielles und doch scheint er etwas Materielles zu beeinflussen, nämlich den Körper und dann die Welt. Das ist das Grundproblem des Dualismus. Wir haben nun Maschinen gebaut, Computer, in die man etwas Immaterielles hineintun kann. Ein Computerprogramm ist ein immaterielles Objekt. Es existiert nicht irgendwo an einem bestimmten Ort. Es kann repräsentiert werden, aber es existiert nicht selbst in irgendeinem physikalischen Sinn. Was von ihm physikalisch existiert, sind nur Repräsentationen. Eine Diskette mit einem Programm drauf unterscheidet sich physikalisch nicht von einer Diskette ohne das Programm. Aber man steckt einfach die Diskette in den Computer und schon macht der Computer etwas Neues. Also man hat da etwas Immaterielles, das etwas Materielles beeinflusst und sogar mit ihm interagiert. Und das, worüber wir da reden, ist insgesamt eine ganz und gar materielle Konstruktion. Und in einem gewissen Sinn wissen wir, wie es funktioniert, denn wir haben es schließlich zusammengebaut. Das ist eine ganz nützliche Metapher, mit der man versuchen kann, das Leib-Seele-Problem anzugehen. Und es ist die künstliche Intelligenzforschung, die die ganze neuere Entwicklung in der Philosophie des Geistes ausgelöst hat, die jetzt ein wirklich aufregendes Beispiel philosophischen Denkens ist. Ja, das ist ja ein sehr passendes Beispiel. Zum Beispiel interessiert den Neurophysiologen, den Neurowissenschaftler an dieser Frage etwas ganz anderes als den Philosophen. Der Neurowissenschaftler ist daran interessiert, ein Bild des Funktionierens unseres Gehirns zu entwickeln, auch ein Bild darüber, wie Gehirnprozesse mit Bewusstseinsprozessen, die wir innerlich wahrnehmen, introspektiv wahrnehmen, zusammenhängen. Der Philosoph interessiert sich vielmehr für ungelegte Eier, gewissermaßen für das, was wissenschaftlich noch gar nicht durchschaut ist, für das, was technisch noch gar nicht machbar ist, sondern was rein gedanklich möglich ist. So war meine Fragestellung heute Morgen. Ist es denkbar, dass kühnerweise Maschinen, also menschengemachte Dinge, Mechanismen, wie immer sie aussehen, so etwas wie Bewusstsein entwickeln? Also die alte Frage nach dem Frankenstein-Problem. Frankenstein, diese Figur von Mary Shelley, war ja ein Mann, der aus Leichenteilen, nicht aus gewissermaßen als Biotechniker, aus abgestorbenen Leichenteilen so etwas wie einen künstlichen Menschen schaffen wollte. Ich gehe noch etwas weiter und sage, könnten wir auch aus Metall, also aus Chips, so etwas wie ein künstliches Bewusstsein erzeugen? Und da geht es mir überhaupt nicht um die technische Realisierbarkeit. Da geht es mir auch nicht um die genaue empirische Überprüfung der Frage, welche Bedingungen müssen gewährleistet sein, damit so etwas möglich ist, sondern mir geht es um die, sagen wir, grundsätzliche, prinzipielle Frage, ist so etwas überhaupt denkbar? Das kann ja ein Wissenschaftler sein, der diese Frage beantworten will, aber indem er diese grundsätzliche Frage stellt, reichen diese Indikatoren, diese Anhaltspunkte, die wir haben, aus, um von jemandem mit Fug und Recht behaupten zu können, oder von irgendetwas mit Fug und Recht behaupten zu können, da ist so etwas wie ein Bewusstsein verborgen, dann hat er die Schwelle zum Philosophieren schon überschritten. Denn er muss nun seine Gedanken richten auf eine Frage, die er als Wissenschaftler auch, aber nicht zentral stellt. Welche Kriterien lassen wir dafür gelten, dass ein Wesen Bewusstsein hat? Der Grund, warum Philosophen an dieser ganzen Sache interessiert sind, ist, dass sie über solche Dinge schon seit langem begrifflich und abstrakt nachdenken. Und auf einmal deutet sich die Möglichkeit an, diese Fragen experimentell zu beantworten.
Das ist gar nicht neu in der Philosophie. Vor langer Zeit war das, was wir heute Physik nennen, Naturphilosophie. Es war etwas, worüber sich die Menschen zwar mit Argumenten stritten, womit sie aber nicht experimentierten. Es musste eine Methodologie, es mussten Begriffe und Messinstrumente entwickelt werden, ehe aus der Naturphilosophie ein experimentelles Fach werden konnte. Ich glaube, dass das Gleiche mit der künstlichen Intelligenz passiert. Tatsächlich sagen manche, dass die Disziplin künstliche Intelligenz nichts anderes ist als experimentelle Philosophie des Geistes. Und das ist der Grund, warum jedenfalls manche Philosophen an der KI interessiert sind. Was versteht man denn nun eigentlich unter dem Begriff künstliche Intelligenz? Ich finde Marvin Minskys vorsichtige Definition ganz schön, nach der die künstliche Intelligenz versucht, eine Maschine dazu zu bringen, etwas zu tun, das, wenn ein Mensch es täte, nach unserem Verständnis Intelligenz erfordern würde. Nun ist das eine ziemlich vorsichtige Definition, denn ich habe vermieden, die Maschine wirklich intelligent zu nennen. Ich sage nur, dass es Intelligenz erfordern würde, wenn eine Person das Gleiche täte. Das ist eine Definition, die sich ganz gut auf Expertensysteme, Schachcomputer und ähnliches Zeug anwenden lässt. Aber da gibt es noch einen anderen Aspekt der KI, den ich persönlich sehr interessant finde. Da geht es darum, eine Maschine zu bauen, die tatsächlich eine Art Kreatur ist, mit anderen Worten, die einen Geist hat, in dem Sinne, in dem zum Beispiel ein Hund einen Geist hat. Sie muss also nicht unbedingt sehr intelligent sein, aber sie besitzt eine Art Intelligenz. Eine solche Maschine hätte in einem bestimmten Sinn einen eigenen Geist. Und das ist ein anderer Aspekt der KI. It does have a mind of its own. And that's another sense of artificial intelligence. Ist der Begriff der Intelligenz denn einigermaßen klar? No, it's not clear. Nein, ganz und gar nicht. Man kann das ganz gut am Begriff des Verstehens verdeutlichen. Nehmen wir den Turing-Test. Da ist der Grundgedanke, kann sich ein Computer so verhalten, dass Menschen nicht mehr unterscheiden können, ob sie mit dem Computer oder einer Person reden. Wenn wir Verstehen so definieren, dann besteht das Verstehen darin, das richtige Verhalten hervorzubringen. Die wenigsten KI-Forscher denken heutzutage, dass diese Definition gut genug ist. Denn eines der Dinge, die das richtige Verhalten hervorbringen könnten, wäre ein Papagei mit einem sehr großen Gedächtnis. Und der würde natürlich nicht wirklich etwas verstehen. Eine strengere Definition des Verstehens wäre dann, zu sagen, dass man es erst mit Verstehen zu tun hat, wenn zwar das richtige Verhalten vorliegt, aber dieses Verhalten zusätzlich von der richtigen Art innerer Maschinerie produziert wird. Der Philosoph John Searle wiederum ist der Auffassung, dass man es so lange nicht mit Verstehen zu tun hat, solange es sich nicht wie Verstehen anfühlt, solange einem nicht bewusst ein Licht aufgeht, aha. Ohne dieses Erlebnis ist es kein Verstehen, und da ein Computer solche Erlebnisse nicht hat, na lassen wir das. Jedenfalls gibt es drei Varianten des Verstehensbegriffes, eine schwache, eine mittlere und eine starke. Die schwache lautet, Verhalten definiert Verstehen. Die mittlere lautet, Verhalten verursacht durch die richtige Maschinerie definiert Verstehen. Und Searles Variante lautet, dass es kein Verstehen ohne Begleitung durch das richtige innere Gefühl gibt. Das sind drei verschiedene Definitionen. Ähnliche Definitionen können Sie auch für Intelligenz aufstellen. Ich selbst antworte gewöhnlich ganz pragmatisch auf die Frage nach dem Intelligenzbegriff. Ich antworte eigentlich gar nicht, sondern ich frage zurück, was die anderen Leute als einen zufriedenstellenden Test für Intelligenz ansehen würden. Zum Beispiel, würden sie etwas intelligent nennen, wenn es sie im Schach schlägt? Man kann heutzutage Maschinen kaufen, die das hinkriegen. Was sind Erfolge und was sind die Aussichten der KI? Ich glaube, dass wir zurzeit eine Menge Erfolg dabei haben, Fragmente des Geistes zu konstruieren. Wir können allerlei überlegende, problemlösende und planende Systeme bauen. Wir sind jetzt auch ganz gut beim Bau bestimmter Wahrnehmungssysteme. Zum Beispiel können wir Maschinen bauen, die durch eine Fernsehkamera gucken können und einen Stuhl, einen Tisch, ein Gesicht und ähnliche Dinge erkennen können. Wir haben also ziemlich viele Teile beisammen und ich denke, dass die Zeit jetzt reif ist für den Versuch, die Teile zusammenzusetzen.
und dann wahrscheinlich zu entdecken, dass es nicht funktioniert. Manche Menschen fürchten, dass die KI mit ihrer ganzen technischen Entwicklung das menschliche Leben entwürdige. Sind diese Befürchtungen gerechtfertigt? Ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise gerechtfertigt sind. Wir verstehen jetzt zum Beispiel die gesamte physikalische Grundlage der Musik. Wir wissen, wie das Gehör funktioniert und wir wissen, wie Musikinstrumente Noten produzieren. Es sind sogar Musikinstrumente nach wissenschaftlichen Erkenntnissen umgearbeitet worden, die Querflöte zum Beispiel. Na, und all das hat die Musik keineswegs verdorben. Die Musik bleibt, was sie immer gewesen ist. Und das Verstehen ihres Funktionierens hat ihren Zauber nicht zerstört. Und so denke ich, dass wir in dem Maße, in dem sich unser Verständnis des Geistes entwickelt hat, durch Wissenschaften wie Neurophysiologie, KI und Kognitionspsychologie, dass wir in dem Maße erkennen, dass der Geist viel wunderbarer ist, als man heute glaubt. Wunderbarer und komplizierter. More wonderful and more complicated.